Wir freuen uns auf Oliver Fritz vom WIFO und Klaus Grabler von Manova, die wir fragen werden, Erfolgsfaktoren aus dem Sommer 2020. Was können wir da auf 2021 umlegen? Und dann werden wir mit den beiden auch diskutieren. Herzlich willkommen. Einen Applaus bitte. Können Sie mich hören? Ja? Ausgezeichnet. Schönen Nachmittag, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier diese Studie vorstellen. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund dieser Studie. Das WIFO, das Institut für höhere Studien und ECO Austria wurden im Sommer 2020 vom Finanzministerium eingeladen und damit beauftragt, die ökonomische Dimension dieser besonderen Krise etwas zu begleiten. Und da sind viele Dutzende Studien entstanden. Und irgendjemand im Finanzministerium hatte auch die Idee, naja, wir können uns auch den Tourismus anschauen, weil der Tourismus ja von dieser Krise besonders hart getroffen wurde. Und genau das wollen wir mit dieser Studie machen. Wir wollen einen Blick zurückwerfen auf diesen besonderen Sommer 2020. Wir wollen uns vor allem auch die kleinräumige Dimension dieses Sommers anschauen. Wir machen das natürlich nicht deshalb, weil es so viel Spaß macht, es macht auch Spaß, sondern weil wir auch davon lernen wollen. Wir wollen schauen, was waren eigentlich die Erfolgsfaktoren des Sommers 2020 für verschiedene Tourismusgemeinden und Tourismusregionen und schauen, was wir auch für die Zukunft daraus lernen wollen. Und vielleicht auch die Frage beantworten, wird es wieder so sein wie früher bis 2020? Wollen wir das überhaupt? Wird es ganz anders werden? Bleibt alles anders? Es ist ganz lustig, im Jahr 2019 habe ich noch über Overtourism geschrieben, einen Monatsberichtsartikel beim WIFO geschrieben. Letztes Jahr habe ich mich eigentlich eher mit dem zweiten Begriff hier beschäftigt, mit No Tourism. Der Tourismus wurde wirklich besonders hart von dieser Krise getroffen und das nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Und eigentlich das Erstaunliche ist, bis dahin war der Tourismus sowas wie der Wachstumsmotor oder einer der Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft. Was Sie hier sehen können, die rote Linie, das ist sozusagen die globale gesamtwirtschaftliche Leistung und die anderen Linien sind eben die internationalen Ankünfte aufgeteilt nach verschiedenen Regionen und Sie sehen, es ist eigentlich immer steil bergauf gegangen. Und was Sie hier auch sehen, ist, dass Europa noch immer eigentlich die Reiseregion Nummer eins ist. Noch immer kommen sehr viele Leute nach Europa. Die Dynamik ist in anderen Weltregionen etwas höher, aber Europa noch immer der Number One Player sozusagen im Tourismus. Und was Sie dann hier auch sehen, ist, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung natürlich im Pandemiejahr 2020 tatsächlich auch eingebrochen ist. Sie sehen aber auch, dass dieser Einbruch eigentlich relativ harmlos war im Vergleich zum Einbruch, den wir beim Tourismus, hier eben bei den internationalen Ankünften gesehen haben. In Zahlen ausgedrückt, die gesamtwirtschaftliche Leistung global gesehen, real, ist um 3,3% gesunken, die internationalen Ankünfte sind um minus 73,1% gesunken. Das heißt, ein gewaltiger Einbruch im Tourismus, obwohl die Weltwirtschaft eigentlich relativ gut durch diese Pandemie gekommen ist. Der Einbruch, was den Tourismus betrifft, war eigentlich gleich in allen Weltregionen. Sie sehen hier vom Jänner bis April ein massiver Einbruch und dann nur eine sehr schleppende Erholung, die übrigens, wenn Sie sich die blaue Linie anschauen, in Europa über den Sommer eigentlich etwas besser verlief als in anderen Zielregionen des Tourismus. Kommen wir auf Österreich. Auch hier zuerst eine langfristige Betrachtung der Tourismusentwicklung hier auf Basis von Nächtigungen und getrennt zwischen Winter und Sommer. Sie sehen, dass seit den 70er Jahren kam die Dynamik im österreichischen Tourismus eigentlich vornehmlich vom Winterurlaub. Das heißt, Österreich hat sich hier wirklich als einer der Hauptdestinationen für alpine Winterurlaube entwickelt und dieser Trend ging auch mit einem kleinen Einbruch Mitte der 90er Jahre eigentlich immer steil bergoben. Ganz anders eigentlich in der Sommersaison. Hier sieht man eigentlich auch einen Tourismuszyklus. Da ging es bergauf, bergab, da gibt es verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben. Was erstaunlich ist an diesem Diagramm rechts, ist vor allem auch diese Tourismusflaute, wie ich sie nennen würde, die Anfang bis Mitte der 90er Jahre, da hat sie begonnen und sie hat sich eigentlich über viele Jahre hinweggezogen. Ja, der Tourismus im Sommer in Österreich war nach dieser Grafik also wirklich in der Krise, aber es kam zu einem Comeback des Sommers. Und zwar
ungefähr nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2009, 2010 sehen Sie, dass die Kurve der Nächtigungen im Sommer in Österreich steil bergauf geht. Und auch das kann man wieder an Zahlen festmachen. Zwischen 2010 und 2019 haben sich die Nächtigungen im Durchschnitt pro Jahr um 2,3% gesteigert, im Sommer sogar etwas mehr, plus 2,6%. Dann kam 2020, dann kam die Pandemie und was wir dann sehen, ist natürlich ein Rieseneinbruch von fast 36% der Nächtigungen über das gesamte Kalenderjahr. Auch hier der Sommer etwas besser mit 31,8%. Wenn ich den Sommer 2020 Revue passieren lasse, dann fällt mir immer ein, dass man das eigentlich mit einer großen Atempause vergleichen kann. Ja, wir sind Mitte März so richtig in die Pandemie hineingestolpert, in den ersten Lockdown, alles war zu im April und erst Ende Mai konnten wir Hotels und Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass das Abflauen der Infektionszahlen, das Abflauen der Pandemie auch dem Tourismus in Österreich wirklich eine kurze Atempause verschafft hat. Und das sehen Sie ganz gut, wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, der Vergleich der Nächtigungszahlen nach Monaten zwischen 2019, das ist die blaue Linie, und 2020, das ist die gelbe Linie. Im Mai natürlich ein Riesenabstand zwischen 2019 und 2020, aber im Laufe des Sommers und vor allem dann ab Juli, August hat sich dieser Abstand sukzessive verringert und vor allem im September war er schon sehr, war praktisch 2020 schon sehr knapp wieder bei 2019, bevor dann natürlich die zweite Welle richtig aufgeschlagen hat und die positive Entwicklung wieder vorbei war. Wer war schuld? Wer war der Retter oder die Retterin in der Not? Das waren in Österreich natürlich die inländischen Gäste, hier links in der Grafik zu sehen, die gelbe Linie, die also wirklich die Nächtigungsniveaus, wie wir sie davor kannten, massiv übertroffen haben, während bei den Ausländerinnen und Ausländern hier die Entwicklung natürlich eine sehr viel schleppender war und dieser Abstand zu 2019 sich auch über den Großteil des Sommers eigentlich erhalten hat. Erst im August, September kommen sich diese beiden Linien wieder etwas näher. Wenn man sich anschaut, woher unsere Gäste kamen, dann sehen Sie hier in diesen zwei Kuchendiagrammen die Nächtigungsanteile nach Herkunftsmärkten. Und Sie sehen, Sommer 2019, der inländische Markt war schon wahnsinnig wichtig, aber der wichtigste Markt war eindeutig der deutsche Markt, aber auch Fernmärkte, andere europäische Märkte spielten eine Rolle. Wenn Sie sich 2020 anschauen, dann sehen Sie, dass eigentlich fast nur mehr das deutsche Kuchenstück und das inländische Kuchenstück von Bedeutung sind und hier einen riesigen Marktanteil einnehmen. Und was ganz verschwindet, ja, das ist das sogenannte übrige Ausland und das sind im Wesentlichen die ganzen Fernmärkte. 2019 für fast 11% der Nächtigungen verantwortlich, im Jahr 2020 kaum über 1% Marktanteil von Fernreisenden. Wir haben uns das auch für einige Herkunftsländer im Detail angeschaut. Das betrifft jetzt nur die Hauptsommermonate Juli bis September. Auch hier sehen Sie ein dickes, fettes Plus bei inländischen Nächtigungen und bei allen ausländischen Nächtigungen ein Minus. Das Minus allerdings vom deutschen Quellmarkt ist schon ein sehr, sehr kleines. Das Größte natürlich wenig überraschend war der chinesische Herkunftsmarkt mit minus 99%. Und wir erwarten, dass das auch heuer sich in ähnlichen Dimensionen bewegen wird. Eine Grafik, die ich Ihnen wahnsinnig gern zeige, ist diese. Ich zeige es Ihnen gern, weil einfach von den 70er Jahren bis 2019 gab es einen eindeutigen Trend. Die Leute sind immer weniger lang an einem Urlaubsort verblieben. Ja? Ganz gleich, ob das inländische Gäste waren oder ausländische Gäste waren, sie verblieben immer kürzer an einem Urlaubsort. Das hat sich im Sommer 2020 radikal geändert und zwar bei inländischen Gästen wie bei ausländischen Gästen ist die Aufenthaltsdauer massiv gestiegen. Ich habe geschrieben, Unterbrechung eines langfristigen Trends. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser langfristige Trend damit mit dem Sommer 2020 und den darauffolgenden Sommern gebrochen ist. Ich glaube, dass dieser Trend sich wieder fortsetzen wird, vielleicht auch in abgeschwächter Form. Irgendwann ist ja auch sozusagen ein Trog hier bei der Aufenthaltsdauer zu entdecken. Die regionale Perspektive, ich zeige Ihnen jetzt eine Karte und hier sind alle österreichischen Tourismus,
Gemeinden aufgetragen. Wenn etwas weiß ist, dann ist das keine Tourismusgemeinde und hier werden auch keine Nächtigungszahlen erhoben bzw. von den Gemeinden zur Statistik Austria gemeldet. Und was Sie hier sehen ist, wenn es grün ist, dann gab es in absoluten Zahlen einen Nächtigungszuwachs im Sommer 2020. Und Sie sehen, dass es doch viele, viele Tourismusgemeinden gibt, die in absoluten Zahlen gegenüber 2019 tatsächlich Nächtigungszuwächse verbuchen konnten. Sie sehen schon, dass die meisten dieser grünen Gemeinden oder auch der hellblauen Gemeinden mit sehr geringen absoluten Nächtigungsverlusten sich natürlich in der Ost- und Südhälfte des Landes befunden haben, während jene Gemeinden mit einem dicken, fetten Minus bei den Nächtigungszahlen sich eher im Westen des Landes befinden. Diese einfache Erklärung, die später natürlich auch die statistische Analyse belegen wird, ist natürlich, dass die Spezialisierung auf ausländische Gäste im Westen Österreichs und die relative Spezialisierung auf inländische Gäste im Osten und im Süden also hier diesen Regionen Vorteile verschafft hat. Ich habe ein paar dieser Regionen herausgesucht. Eine sehr erfolgreiche Region war zum Beispiel Weißenkirchen im Attergau. Und dafür fehlt mir jede Erklärung. Ich glaube, das ist in relativ, sprechen wir hier über plus 600% in Sieghardskirchen. Ich weiß nicht, wie viele hier wissen, wo Sieghardskirchen überhaupt ist. Oder es ist ein winzig kleiner Ort in der Nähe von Wien, im Wienerwald. Und der Zuwachs an Nächtigungen in Sieghardskirchen war fast 600-700%. Sie sehen hier in der Mitte der Region Schladming wahnsinnig erfolgreich im Sommer 2020, auch die Süd- und Oststeiermark und natürlich auch sehr viele Tourismusgemeinden in Kärnten, aber beileibe nicht alle. Also auch in Kärnten haben wir einige grüne Flecken mit Zuwächsen bei den Nächtigungszahlen, aber auch einige sehr blau eingefärbte Tourismusgemeinden, die absolut gesehen hier auch was verloren haben. Das kann man dann natürlich auch aufdröseln und zwischen inländischen und ausländischen Gästen unterscheiden. Natürlich ganz klar, wer auf Inlandstourismus gesetzt hat, der war im Sommer 2020 sehr erfolgreich, wobei praktisch alle Tourismusgemeinden Zuwächse bei inländischen Gästen verzeichnen konnten, während Sie in der rechten Karte hier die ausländischen Gäste sehen und hier wir nur vereinzelt eigentlich ein paar grüne Fleckchen sehen, wo es auch Zuwächse bei ausländischen Gästen gab. Hier haben wir die Nächtigungsstrukturen nach Zielbundesland aufgezeichnet und praktisch die Marktanteile der österreichischen Bundesländer verglichen im Durchschnitt 2015 bis 2019 und das, was 2020 passiert ist. Ganz klar, die Krisengewinner, wenn es sowas gab, waren die Bundesländer Kärnten, Steiermark, auch das Burgenland, auch einige andere Bundesländer hatten leichte Marktanteilsgewinne. Und der Krisenverlierer ist eindeutig der Städtetourismus und auf Ebene von Bundesländern natürlich Wien. Der Titel hier, der Untergang Wiens, das ist natürlich sehr überspitzt und überdramatisiert hier ausgedrückt. Aber natürlich aus touristischer Sicht hat diese Pandemie zu einem Untergang, zu einem hoffentlich nur kurzfristigen Untergang des Städtetourismus in Wien geführt. Wir haben dann die Nächtigungsdaten auf Gemeindeebene auch versucht, mit analytischen Methoden etwas besser zu verstehen. Das ist eine sogenannte Shift-Share-Analyse. Ich werde Ihnen jetzt absolut nicht erklären, was das genau ist, aber es geht darum, den Unterschied zwischen dem regionalen Nächtigungswachstum und dem nationalen, dem Bundesnächtigungswachstum hier zu erklären, und zwar zu erklären mit zwei Faktoren. Zum einen die Herkunftsstruktur der Gäste. Habe ich schon gesagt, also je mehr man traditionell auf inländische Gäste setzt, umso erfolgreicher. Das ist die Gästestruktur, die in diesem, im letzten Sommer 2020 natürlich eine besondere Rolle spielte. Und zum anderen aber Standortfaktoren, Wettbewerbsfähigkeit inmitten einer Pandemie. Das ist der blaue Balken hier. Sie sehen also, Kärnten zum Beispiel, sowohl der grüne als auch der blaue Balken sind positiv. Das heißt, Kärnten profitierte davon, dass es sich sehr auf inländische Gäste spezialisiert hat. Aber es gab darüber hinaus noch Wettbewerbsfaktoren, die Kärnten und dem Kärntner Tourismus in die Hände gespielt haben. Und wie wir später noch aus der Analyse sehen werden, war das vor allem Baden, das waren Seen,
und so weiter. Interessanter Fall auch Wien, ganz rechts, beide Faktoren negativ, das heißt sowohl die Herkunftsstruktur hat Wien geschadet, natürlich die Spezialisierung auf internationale Gäste aus Fernmärkten, immer ein Erfolgsgarant eigentlich für den Wiener Tourismus. In Zeiten der Pandemie hat sich das sehr nachteilig ausgewirkt, aber auch andere Faktoren wirkten sich hier negativ aus, natürlich der Ausfall von vielen, vielen Veranstaltungen, von Kongressen, von Messen hat hier Wien geschadet. Und da gibt es einige Bundesländer wie Salzburg oder wie Niederösterreich, wo die zwei Balken in unterschiedliche Richtungen weisen. In Niederösterreich zum Beispiel, da hätte man erwarten müssen, dass sich Niederösterreich bei den Nächtigungen relativ positiv entwickelt im Sommer 2020, weil konzentriert auf inländische Gäste. Dieser grüne Balken zeigt auch nach oben, aber es gab andere Faktoren, die den niederösterreichischen Tourismus eher nach unten gedrückt haben, sodass es hier zu einem negativen Wachstumsdifferenzial verglichen mit der nationalen Ebene gekommen ist. Bei Salzburg ist es genau umgekehrt. Salzburg hat eigentlich einen Startnachteil, weil doch sehr viele ausländische Gäste traditionellerweise, aber dieser blaue Balken zeigt nach oben. Das heißt, es gab andere Faktoren, die in diesem Sommer eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und dafür gesorgt haben, dass Salzburg eigentlich überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Meine letzte Folie, bevor ich an den Kollegen übergebe. Wo ist sie? Aha, einmal zu viel gedrückt. Wir haben auch diese Nächtigungsdaten dann im Rahmen eines relativ komplexen statistischen Modells untersucht, mit dem ich Sie jetzt mit den Details auch nicht belästigen werde. Aber das sind die Ergebnisse aus dieser statistischen Analyse. Gemeinden, die besser durch den Krisensommer 2020 gekommen sind, die waren überdurchschnittlich oft an einem See. Die haben historisch gesehen eine Spezialisierung auf inländische und deutsche Gäste. Die sind eher ländlich strukturiert und ländlich orientiert. Die haben einen größeren Anteil an Ferienwohnungen und Ferienhäusern und sonstigen Unterkünften. Das heißt, Hotels hatten einen Startnachteil in diesem Pandemiesommer. Die sind sehr oft auch in der Nähe einer Bergregion. Die bieten sozusagen auch Abwechslung, See, Wanderungen etc. etc. Und generell setzen sie auf das Thema Familie, auf Sonnen und auf Baden. Und ob sich diese quantitativen Ergebnisse jetzt auch in der qualitativen Analyse bestätigt haben, das wird Ihnen jetzt der Kollege Grabler weiter berichten. Dankeschön. Eieiei, habt ihr euch was anderen mit dem WIFO und der Manova, zwei so datenverliebte und datenanalyseverliebte Unternehmen auf die Bühne zu holen? Wir haben natürlich jetzt noch Unmengen an Regressionsanalysen und sonstigen Analysen und Ergebnissen. Die würden wir allerdings nur dann zeigen, wenn nur der Gregor Hocher hinten in ihnen sitzen würde. Da würde man die Präsentation so machen. Da aber ja auch terrestrisches Publikum da ist, probieren wir es ein bisschen anders. Wahrheit ist die, wir haben wirklich viele Analysen gemacht und wollten herausfinden, was waren denn wirklich die Erfolgsfaktoren. Und fast egal, was wir getan haben, es war immer baden, erholen, erholen, baden, baden, erholen, erholen und fast. Also und ein bisschen Wellness noch und war auch noch dabei. Also das war im Grunde genommen, das war schon die Geschichte. Das war eigentlich das, was die Erfolgsfaktoren in dem Ding waren. Und darum haben wir gesagt, denken wir darüber nach, wieso ist das so? Und deswegen legen wir das eher jetzt so an als Erörterung. Erörterung sagt noch jedem was, aus der Schulzeit vielleicht, Deutschunterricht, Erörterung, du hast irgendwas gelesen, bekommen und hast dann versucht, das zu verstehen, in eigenen Worten zu bringen und zu interpretieren. Das heißt, was wir jetzt machen, ist das erste Mal überhaupt, das ist Data-Driven Erörterung. Data-Driven Erörterung, also das ist so wie wir sind ja für Data-Driven Strategies und Decisions. Das muss man vielleicht erklären. Das heißt, zuerst Datenanalyse und dann die Entscheidung. Das muss man insofern, glaube ich, erklären, weil es gibt einen riesen Unterschied zu Decision-Driven Data. Das ist das, was die Politik, glaube ich, gern tut. Zuerst sind die Entscheidungen und dann müssen wir die Daten finden oder erfinden, um das zu rechtfertigen. Also das wollen wir nicht machen. Wir haben das versucht tatsächlich Data-Driven zu tun. So, was ist wirklich passiert mit der touristischen Nachfrage? Die Geschichte ist ja sehr schnell erzählt. Der Oliver hat das ja auch schon gebracht. Die letzten Sommer, die letzten 5-10 Jahre war kontinuierliches Wachstum. Alles ging nach oben, überall ging es nach oben. Hatte auch was Gutes, eine gute Nachricht. So falsch kann es nicht sein. Das heißt, wir müssen ja schon grundsätzlich was richtig gemacht haben und oder es gibt so einen Trend, der uns entgegenspielt,
weil er uns Touristen bringt. Das war alles wunderbar und dann, wissen wir alle, die Krone des Grauens hat natürlich hier reingeschlagen. Was wir da alles gelernt haben, oder? Die unterschiedlichsten Textilformen in die unterschiedlichsten. Man hat zumindest lustige Videos gesehen, wie die Leute sich die Masken reingezogen haben. Es gab viel Angst, viel Unsicherheit und es kam das hat, glaube ich, Martin Domaner perfekt beschrieben, zur totalen Polarisierung. Wir haben seitdem bei jeder Befragung, die wir machen, gleiche Anteile, die sagen, zum gleichen Ding, viel zu viel Maßnahmen und viel zu wenig Maßnahmen. Das gibt es immer in gleichen Anteilen. Gut, was ist passiert durch Corona? Klarerweise alles verunsichert, man durfte nicht, viele Verbote, ich konnte nicht reisen. Jetzt haben natürlich alle im Grunde genommen einmal verloren. Grundsätzlich haben alle verloren, weil überall die Leute nicht hinfahren konnten, weil sie nicht durften. Das ist natürlich das, was einmal passiert ist. Dann ist aber noch was passiert, das nämlich in unterschiedlicher Höhe war. Das heißt, manche haben deutlich mehr verloren und manche haben einmal grundsätzlich weniger verloren. Das hängt oder hing in erster Linie von zwei Dingen ab. Das erste ist, wie viele internationale Gäste hatte ich? Der erste Faktor, der uns das wegbrechen. Und das zweite, wie ist meine saisonale Verteilung? Beides, ich sehe den Markus Benster sitzen, sehr betrübt, beides ist natürlich für Städte ein furchtbares Thema, weil sowohl internationale Gäste als auch eine schöne Verteilung von Mai bis Oktober. Das kann man auch wunderbar zeigen. Das ist 18 bis 20, Juni bis September, das sind die Österreicher. Man sieht, die waren im Juni 20 schon fast wieder auf Niveau von 19, im Juli, August deutlich drüber. Bei den Deutschen war es so, dass die im Juni noch drunter waren, aber mit Juli schon da und im August drüber. Bei den Niederländern war es so, dass die erst im September, und das ist schon spannend, wenn wir jetzt über Krise und Resilienz reden, wie lange Märkte brauchen, dass sie sich wieder erholen. Interessant, Nahmarkt eigentlich, sie hat sich nie ganz im Sommer erholt. Wenn wir das restliche Europa anschauen, da sind wir geblieben auf Hälfte. Und das letzte Bild ist natürlich verheerend. Übersee, und das sind immer Daten ohne Wien, das ist aber mit Wien nicht so wahnsinnig anders, praktisch nicht mehr existent. Das heißt, das war eigentlich das grundsätzlich am meisten Entscheidende. Bei den Städten kam natürlich noch dazu, Kongress und die Kernstärke, das was los ist, weggefallen. Also da hat so ziemlich alles weggeschossen. So, das erklärt ja nur einmal die Verluste. Was ist aber dann jetzt passiert? Das war überall so. Das gleiche Spiel ist ja auch passiert in Kroatien, in Italien, in Spanien. Die Leute konnten die dort nicht hin. Das ist das, was im Grunde genommen passiert ist. Und die Reiselust war aber bei den Leuten da. Also es gab dann eine Gruppe, die gesagt hat, nein, wir verreisen nicht. Das ist alles zu kompliziert, zu mühsam. Ich mache das nicht mehr. Aber eine andere, die sagt, ich will ja verreisen. Ich will ja verreisen. Und ich kann jetzt nicht oder traue mich nicht nach Kroatien, Spanien oder sonst wo hinfahren. Dazu hatten wir im Mai 20 zum Beispiel eine Befragung, da gab es ganz unterschiedliche Segmente, da haben wir 14% gesagt an Österreicher, die gesagt haben, ich bin noch komplett unentschlossen, wohin und wie, aber das waren 8,5 Millionen Übernachtungen. Das heißt, es gab da schon eine Riesenmenge an Leuten und das ist das große Heer, das frei wurde am Markt, das verreisen wollte. Und was wollten die? So, lesen wir uns das mal durch. Was lesen wir daraus? Baden, Erholung, Erholung, Baden, Baden, Erholung. Das ist genau das, was man daraus liest. Also das frei gewordene Segment, das plötzlich nicht reisen konnte, hat genau diese Dinge. Und da macht es auf einmal Klick, das erklärt plötzlich, was hat den Erfolg. Warum finden wir nichts anderes als Erfolgsfaktoren? Weil das passiert ist, dass einfach ein Riesenheer an Reisewilligen plötzlich nicht in die Destinationen gefahren ist, die sie eigentlich fahren wollten. Und das hat der Martin, wir haben da auch ein Bild von ihm drinnen, von der deutschen Reiseanalyse auch nochmal bestätigt, Strand- und Badeurlaub waren eigentlich die wesentlichen Dinge. Das heißt, wir haben, und das, ich glaube, das ist die simple Erklärung, was da passiert ist, einfach ein Riesenheer an Freiwilligen. Und die, die sind frei geworden und die haben neue Destinationen gesucht. Und das vor allem aus Sicherheitsgründen im Inland. Die haben halt jetzt gesagt, wo kann ich den ähnlichsten Urlaub zu dem machen, den ich machen will. Und das erklärt ja relativ viel. Und das war nicht nur bei uns so, das ist das Beispiel aus Deutschland, wenn man sich das anschaut. Die Küsten haben gewonnen, die Seen sind praktisch gleich geblieben, die Städte minus 53, Mittelgebirge minus 22. Weil genau das Gleiche passiert ist wie bei uns. Die Leute und vor allem sind im Inland geblieben und haben den ähnlichsten Urlaub gesucht.
Das heißt, und das ist der Begriff, sind das jetzt, und das ist, glaube ich, jetzt eine spannende Frage, sind das jetzt geborgte Gäste oder müssen wir den Markt neu lernen? Ist jetzt alles anders? Ist jetzt wirklich alles neu oder sind das tatsächlich nur geborgte Gäste? Dass wirklich alles anders war, zeigt das Bild. Wir haben uns angeschaut, wer waren die, die 2020 im Sommer die besten Nächtigungszuwächse oder geringsten Verluste haben, also die besten abgeschnitten haben. Das waren die, die in der Destinationsstudie bis jetzt im hintersten Drittel. Und genau das umgekehrt. Es ist praktisch eine Rangumkehr der Performance der bisherigen Jahre passiert. Es ist genau die Rangumkehr passiert. Also alles, was bis jetzt gegolten hat, galt nicht mehr. Und die spannende Frage ist natürlich, was heißt das jetzt für die Zukunft? Aber ich warne gleich, gell? Es ist eine Erörterung, es ist keine Lösung. So, also bleibt jetzt alles gleich? Bleibt alles anders? Was heißt das? Und das sind ein paar Dinge, glaube ich, die wir da aufbringen wollten als Denkanstöße, auch vielleicht für eine Diskussion danach. Das Erste, was heißt das jetzt in Richtung Resilienz mit Märkten? Und was heißt das jetzt für die zukünftige Märkteausrichtung? Ich meine, eins ist klar, das haben wir vorher gesehen, je näher die Märkte und je heimischer der Markt, desto resilienter. Die kommen schneller wieder und das wird wohl bei jeder beliebigen Krise so sein. Dass die Heimmärkte die sind, die sehr schnell wieder da sind. Was ich mich allerdings frage, ist, ob ihr als Betriebe und die DVBs ähnlich resilient sind, weil was wir an Rückmeldungen bekommen haben, wenn wir draußen waren, was geheißen hat, bitte schickt uns die deutschen Gäste wieder. Im Vergleich zu den Ostösterreichern kamen die offensichtlich viel besser an. Also ich weiß nicht, woran das lag, aber wir haben von vielen gehört, die Ostösterreicher wissen überhaupt nichts anzufangen bei uns, stellen nur Fragen und sind äußerst mühsame Gäste. Ich darf das sagen, ich komme von dort. Liegt wahrscheinlich, wir haben es ja gestern gehört, an diesem hohen Grundlevel des Jammerns der Ostösterreicher, dass die so schwierige Gäste waren. Also Erfolgschancen, natürlich interessante Frage. Das Zweite, bis jetzt galt immer Risikostreuung. Ein Portfolio an Märkten. Unterschiedlichste Märkte zu haben, ist das Beste, weil wenn einer wegfällt, habe ich Risikostreuung. Klassisches Portfolio-Thema. Plötzlich waren die Sieger, die Österreicher gehabt haben. Und nicht die mit den internationalen Märkten, weil die jetzt alle auf einem Ding weggeschossen. Jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit bei den Märkten noch dazu, weil da müssten wir ja auch die aus der Nähe nehmen und nicht nur die aus der Ferne. Also wir kriegen in einen riesen Konflikt. Und auf der anderen Seite steht noch die Wertschöpfung, die nämlich so ausschaut. Und das darf ich aus speziellen Grund hier vielleicht noch einmal erwähnen, das sind Daten aus Timona, falls das wer noch nicht mitbekommen hat. Das ist die österreichweite Gästebefragung, die, glaube ich, da auch sehr wertvoll ist, wo wir sehen, wie viel geben verschiedene Märkte pro Nacht ohne Anreise aus. Und da haben wir natürlich mit ferneren Märkten schon sehr stark wertschöpfungsintensive und damit ökonomisch nachhaltige Dinge. Also das Märktethema ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, müssen wir jetzt Zielgruppen neu überdenken? Das hat den ersten Punkt, hat, glaube ich, der Martin Lohmann schon sehr gut gebracht. Die Sorgen hatten im letzten Sommer, sind jetzt geimpft. Das haben wir schon. Aber das, was wir noch gesehen haben, sehr spannend, auch aus Timone heraus, die Gäste, die jetzt wegen Corona zu uns gekommen sind, sind jünger und besser verdienend. Also hochinteressante Zielgruppen, die wir da plötzlich bekommen haben. Und die Frage muss man sich jetzt stellen, die wollen wir doch immer, was müssen wir tun? Mit welchen Produkten können wir die denn eigentlich abholen? Oder anders gefragt, warum sind die noch bis jetzt noch nicht gekommen oder viel zu wenig gekommen? Haben wir für das Marketing was gelernt? Haben wir, andere Frage, waren die erfolgreich, die besonders viel Erstbesucher abgeholt haben, weil sie so erfolgreich im Marketing waren, weil ja jetzt plötzlich so viel frei waren? Antwort nein. Wir sehen überhaupt keinen Zusammenhang mit Erstbesucherraten, den gibt es nicht. Wir haben durch Corona Beeinflusste gleich oft zum ersten Mal da und viele, und das ist auch interessant, viele kommen nur alle paar Jahre. Das heißt, wir haben in erster Linie solche abgeholt im Marketing, die Österreich grundsätzlich schon im Set haben. Gar nicht die, die Österreich gar nicht im Set haben. Und jetzt könnte man einmal sagen, wenn wir ein bisschen provokant sein wollen, wir haben in der Befragung eigentlich festgestellt, wenn alles erfolgreich läuft und wir holen alle ab, verdoppeln wir die Österreicher. Das haben wir nicht geschafft. Also insofern ist natürlich auch viel Marketing passiert. Und wir haben wirklich die bekommen, weil wir haben 90% derjenigen von der Befragung am Anfang gesagt, Österreich kommt grundsätzlich in Frage. Das heißt, die haben wir abgeholt. Und die Frage müssen wir uns aber stellen, warum holen wir die normal nicht ab?
wenn so eine Riesenmenge da draußen ist, die am Markt ist. Das, was wir dort auch noch gesehen haben, die haben wir nicht über Marketing bekommen grundsätzlich, sondern eher über Vertrieb. Diese Gäste haben gesagt, sie haben Online-Reiseportale und Reisebüros Veranstalter intensiver genutzt. Das heißt, die wollten jetzt nicht, und jetzt aktiviere ich den Matthias Schadleitner, die wollten nicht nach Schladming unbedingt, sondern die haben halt einfach gesucht, wo sie hinfahren können. So, haben wir fürs Produkt was gelernt. Normalerweise gilt immer, die Zufriedenen sind die Erfolgreichen. Was war jetzt in der Analyse? Völlig wurscht. Es war komplett egal. Es war egal, wie die Zufriedenheit 2019 war, für den Erfolg 2020 keine Prognosetauglichkeit. Das heißt, alles war in dem Jahr zumindest auf den Kopf gestellt. Was können wir aber lernen? Weil wenn wir uns mit dem beschäftigen, und das ist ja ein Paradoxon, dass wir sagen, wir haben da draußen, wir haben plötzlich, dort, wo wir bis jetzt erfolgreich waren, haben wir eigentlich nicht so erfolgreich agiert. Warum? Warum? Weil wir dort schon Wettbewerbsvorteile haben und weil wir dort bereits gute Marktanteile haben. Dort haben wir nicht viel gewinnen können. Dort, wo wir nicht so gut sind und wo plötzlich was verboten worden ist, dort haben wir gewonnen. Und dann können wir uns anschauen, und das ist, glaube ich, ein interessanter Hinweis für alle, wenn wir diese Gäste auch zukünftig bearbeiten wollen, diesen Riesenmarkt, der da ja da ist, dann müssen wir Folgendes tun, und das lernen wir aus der Zufriedenheitsanalyse aus Timona, weil wir sehen, die sind rund 10 Prozentpunkte niedriger in ihrer Begeisterung und Weiterempfehlungsrate. Immer noch ganz gut, immer noch 70-80%, aber nicht mehr Exzellenz. Und dort muss man ja hin. Das heißt, die haben 10 Prozentpunkte Unterschied in der Weiterempfehlungsrate. Und wo sind die schlechter? Und das ist jetzt spannend. Das zeigt nämlich den Wettbewerbsnachteil gegenüber den südlicheren Destinationen. In Gastfreundschaft, schlechtere Noten, deutlich schlechtere Noten bei Gastronomie. Und das nächste Thema ist, glaube ich, das massivste überhaupt an Unterschieden, nämlich die Öffnungszeiten der Gastronomie und Öffnungszeiten Geschäfte. Das ist das massivste Thema der Unterschiede von den geborgten Gästen, wo die weniger Zufriedenheit haben. Und wir merken das bei unserem Bergbahnen-Thema auch immer, das Öffnungszeiten-Thema länger am Tag offen zu haben, wird immer stärker nachgefragt. Und das wäre natürlich schon ganz wichtig, wenn wir den langfristigen Erfolg auch haben, weil da werden wir nicht viel tun können. Die Tourist-Info ist wieder ein bisschen das Thema Gastfreundschaft und dann vielleicht noch ein Thema ein bisschen der Vernetzung von Attraktionen, nämlich der öffentliche Verkehr, der dort auch ein bisschen schlechter erlebt wird. Das heißt, und damit komme ich zum Schluss mit zwei Provokationen für unsere Runde. Wenn wir jetzt gesehen haben, wie wenig das Marketing eigentlich auslöst, und stellt sich doch die Frage, können wir wirklich Destinationsmarken machen? Oder ist das organische Image und was man dort vorfindet, ein Produkt eigentlich viel entscheidender und wir überlegen uns viel zu hochtrabende Marketing-Dinge. Und die andere Sicht ist, die Zielgruppen, müssen das wirklich immer die sein, die sich so sexy vermarkten lassen, oder müssen wir nicht einfach viel mehr darüber nachdenken, für welche Zielgruppen haben wir das richtige Produkt? Man könnte dann sagen, wirtschaftlich muss es sein, nämlich die richtigen Zielgruppen anzusprechen, für die wir wirklich das richtige Produkt haben. Und damit wären wir dann wieder bei Data Driven und sind am Ende. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Da haben Sie uns ja einiges an Gesprächsstoff geliefert.